Hallo zusammen in der Filmfabrik, jetzt gibt's für euch die Couch Classic zu dem Film Best Exotic Marigold Hotel. Und eine Gruppe von Senioren, die setzen sich alle so nach Indien ab, unabhängig voneinander, weil sie eben alle so einen Werbeflyer gesehen haben und sich dort eben zur Ruhe setzen möchten. Auf dem Werbeflyer wurde aber viel, viel gefotoshoppt, denn in der Wahrheit sieht das Ganze und in der Realität gar nicht mehr so schön aus, sind auch erst ein bisschen betrübt, stellen aber dann fest, dass sie hier auf jeden Fall nochmal große Highlights in ihrem Leben erleben können und das wird eben ein sehr, sehr unvergesslicher Aufenthalt. Wie das Ganze aussieht und wie viel Spaß diese alten Menschen da haben, das seht ihr hier im Trailer. Der Tag ist gekommen. Na dann, schöne Frau. Wo soll's hingehen? Kommen Sie und verbringen Sie den Herbst Ihres Lebens in einem indischen Palast. Rundbögen und sonnengeschützte Balkone. Das ist ein Luxusanwesen und alle Bewohner sind in ihren besten Jahren. Wie an der Costa Brava. Ja, nur mit mehr Elefanten. Zum ersten Mal in Indien? Ja, dieses Land scheint viel zivilisierter zu sein, als man angenommen hätte. Möchten Sie etwas davon? Ich glaube, das heißt Aloka Paratha. Nein, was ich nicht aussprechen kann, esse ich auch nicht. Willkommen im Best Exotic Marigold Hotel. Da ist ein Inder drin. Dieses Gebäude ist zu 100% in einem Tip-Top-Zustand. Ich dachte mir, ich repariere es selbst. Ich will mein Geld zurück. Natürlich, Sie bekommen alles zurück. Tatsächlich? Auf jeden Fall, ganz unbedingt, in 3 Monaten, okay? Alles in Ordnung. Ich brauche nur einen Schluck Wasser. Das war ein Gin Tonic. Das weiß ich jetzt auch. Ich habe einen Traum, Mamiji. Den älteren Menschen ein so wundervolles Heim zu bereiten, dass sie sich einfach weigern zu sterben. Der Mann ist tot. Das ist die Hölle. Wie ertragen Sie dieses Land nur? Was sehen Sie, was ich nicht sehe? Das Licht, die Farben, das Lächeln, das Leben. Glauben Sie, das hier geht gut? Es wird ganz außergewöhnlich. Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es auch noch nicht das Ende. Bei manchen Filmen, da geht man ja erstmal nur so die Castliste durch, um sich dann schon mal so ein Bild zu machen. Und dann schaut man sich das an. Bill Nighy, Tom Wilkinson, okay, Judi Dench, oh, Maggie Smith. Ach, das ist doch die aus Harry Potter, Professor McGonagall, oh ja. Und das kann man ewig weitermachen, weil so ziemlich jeder etwas älter gewordene Superstar in diesem Film eine Rolle spielt. Und das ist auch sehr schön, wenn man merkt, dass es wie so ein altes Klassentreffen ist. Also ich glaube wirklich, dass auch die Dreharbeiten wie so ein Klassentreffen waren. Denn die haben alle unfassbar viel erlebt und unfassbar viele Rollen gespielt und sind jetzt eben zusammen in einem Film. Und genau dieses Gefühl strahlt der Film auch aus. Die haben alle unglaublich viel Spaß. Es ist sehr seicht, auf positive Art und Weise. Es ist nämlich so eine typische Wohlfühlkomödie. Und bei Wohlfühlkomödien muss nicht immer die Story im Vordergrund stehen oder super realistisch sein oder das Verhalten der Charaktere nachvollziehbar. Das ist es nämlich hier an einigen Stellen nicht. Wichtig ist aber, dass ein Film immer wieder Momente hat, in dem gerade hier die Zielgruppe, die natürlich ein bisschen älter ist, wobei auch für uns jüngere Leute auf jeden Fall eine schöne Geschichte, aber es immer wieder so Momente gibt, bei denen man dann da so sitzt und schluckt und sagt so, ja, das ist auf jeden Fall was Wahres dran. Neigt natürlich immer wieder so Richtung Kalendersprüche zu gehen. So was steht denn am 11. August wieder da? Du hinterlässt Fußspuren im Sand, bla, bli, blub. Aber der Film verpackt das sehr, sehr charmant. Und das liegt vor allen Dingen an den Darstellern, die das mit sehr viel Wärme füllen, ihre Performance. Und deswegen lohnt sich der Film auf jeden Fall für zu Hause. Und ist eben seicht, ist aber eben nett und macht auf jeden Fall Spaß. Und ich glaube eben so alles ab Zielgruppe Ü40 liebt den Film, aber auch alle darunter können sich das Ding auf jeden Fall gut geben und die ein oder andere Lebensweisheit rausziehen. Von mir gibt es total gut gemeinte 7 von 10 Punkten. Mit alten Menschen legt man sich nämlich nicht an. 7 von 10 Punkten für Best Exotic Marigold Hotel. Und von euch würde ich gerne wissen, wenn ihr den Film schon gesehen habt, was sind denn so Weisheiten, die ihr mit rausgenommen habt? Meine Lieblingsweisheit daraus ist ja immer noch, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende. Relativ schön. Und Judi Dench möchte ich auch jetzt einfach mal ganz kurz in den Arm nehmen. Wer das auch tun möchte,
bitte. Wer aber sagt, ich würde gerne noch ein paar Videos schauen, dann checkt doch hier mal die Review zu Mordecai oder was ganz Besonderes. Wir haben auch so eine Filmfakten-Special gemacht zu den Oscars. Gibt's hier unten rechts. Und dann sehen wir uns doch ganz gerne wieder bei einer neuen Filmkritik hier bei der Filmfabrik mit mir, dem Dominik.